Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Intensivstationen, den Notfallaufnahmen und dem Rettungsdienst. Seit dem 01.01.2019 bin ich Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und möchte Ihnen heute den neuen Vorstand der DIVI kurz vorstellen. Professor Stefan Schwab, Universitätsklinik Erlangen, Neurologische Klinik, als Past President möchte ich für seine Unterstützung danken und freue mich gleichzeitig über Professor Gernot Marx, Universitätsklinikum Aachen, Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care, der als Präsidiumsmitglied auf der Mitgliederversammlung in Leipzig zum Präsident-elect gewählt wurde. Ab 2021 wird er für 2 Jahre die Gesellschaft als Präsident leiten. Professor Felix Walcher ist seit 2014 Direktor der Klinik für Unfallchirurgie des Universitätsklinikums Magdeburg und steht uns als Generalsekretär zur Seite. Professor Bernd Böttiger ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin der Universität zu Köln und sorgt als Schatzmeister für eine ausgewogene Bilanz der Gesellschaft. Professor Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, ist für die DIVI als wissenschaftlicher Leiter des Kongressprogramms unverzichtbar geworden und hat wesentlich zu dem wachsenden Erfolg unserer Kongresse beigetragen. Privatdozent Dr. Florian Hoffmann, Oberarzt auf der interdisziplinären Kinderintensivstation am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München und Privatdozent Dr. Axel Hübler, Neonatologe und Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Chemnitz, sind die Vertreter der Fachgruppe Kinder- und Jugendmedizin im Präsidium. Die DIVI lebt durch die Integration und Beteiligung der Pflegekräfte, die ganz maßgeblich unsere tägliche Arbeit nicht nur unterstützen, sondern sie erst möglich machen. Daher bin ich froh, Thomas van den Hoven, Pflegedirektor des Universitätsklinikums Münster, als Vertreter der Nichtärztemitglieder im Präsidium zu wissen. Die außerordentlichen Mitglieder der DIVI werden durch Frau Dr. Josefina Haunschild vertreten, Assistenzärztin am Herzzentrum Leipzig. Professor Dr. Andreas Unterberg ist als Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg, als Vertreter der Fachgruppe Neurologie und Neurochirurgie neben Professor Stefan Schwab im Präsidium vertreten. Frau Privatdozentin Heidi Niehaus leitet seit 2017 den Bereich Intensivmedizin der Klinik für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie der Universität Göttingen und ist als Vertreterin der Fachgruppe Chirurgie neben Professor Felix Walcher im Präsidium tätig. Als Kongresspräsident 2019 wird unser Schatzmeister Professor Bernd Böttiger fungieren und einen spannenden Kongress in Hamburg vom 4. bis zum 6.12.2019 gestalten. Im Jahr darauf freuen wir uns über den Kongresspräsidenten Professor Eckhard Rickels Zelle, der als Neurotraumatologe mit seinem Schwerpunkt einen weiteren Akzent für unsere Kongresse setzen wird. Last not least möchte ich 2 wichtige Personen der DIVI Ihnen nicht vorenthalten. Zum einen Volker Pavu, der Geschäftsführer der DIVI, und Professor Andreas Markewitz, der medizinische Geschäftsführer der DIVI. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium und ich als Präsident der DIVI wünschen sich eine aktive Gesellschaft, die offen und mutig die schwierigen und spannenden Themen der Intensiv- und Notfallmedizin aufgreift und mit konstruktiver Kritik nicht spart, sich aber gleichzeitig mit uns auch über die Erfolge freut. Ihr Uwe Janssens.